Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal und wir sind in den FNCS Finals Week 1, der erste von zwei Qualifiern insgesamt. Die Top 250 Spieler, es ist nicht Top 50 Lobby, die Top 250 Spieler treten gegeneinander an für extrem geile Series Points. Ich kann euch das ja nochmal empfehlen, das FNCS-Video anzuschauen. Da habe ich alles erklärt zu FNCS. Je weiter, je besser du playst, also zum Beispiel du bist jetzt Erster, Zweiter, Dritter, Vierter, gibt kein Preisgeld, aber qualifizierst dich dann schon instant für FNCS gefühlt. Das Video ist verlinkt natürlich, könnt ihr euch gerne reinziehen. Sehr wichtig, hohe Series Points mitzunehmen. Allein schon, dass man hier qualifiziert ist, ist schon sehr, 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 sehr geil. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit den Highlights, ja. Vergesst nicht, den Creator-Code AMAR einzutragen. Und wenn ihr besser werden wollt, spielt meine 1v1-Map und spielt natürlich sehr gerne meine Warm-Up-Map. Wo ihr Aim trainieren könnt, Edit trainieren könnt, Piece trainieren könnt, Freebuilden könnt. Abfahrt. Viel Spaß mit den Highlights. Ja, natürlich ist Sangil gut, aber... Ich finde trotzdem, Marius Kau ist für mich so gut. Das ist so... Das kann so ein Cristiano Ronaldo-Spieler sein, Chat. Real Talk. Ja, kaum sind hier wieder viele Zuschauer, ist Sydney hier, Digga. Das ist wie die Tricks, Digga. Ich war's einfach Streaming-Woche, Chat. Oh, warte mal, Marius Cowdown. Warte, ich geh gleich Dings, ich geh gleich Discord. Sangi kann einfach nicht alleine Klatsch gehen. Und er nimmt die Mütze nicht mal auf! Bin ich sauer. Mal schauen, Chat. Er hat Cap, aber er hat keinen Heal. Uah. Er hat Cap, Chat. Digga, sein Arsch ist der Beste! Ja, schade. GG's. Top 8. Hammer, maybe Rundenzahl, weil es fragen voll viele. Es gibt keine Rundenzahl, Taco. Das sind Top 250 Lobby. Das sind viele, viele verschiedene Lobbys mit vielen, vielen verschiedenen Runden. 160, I need to heal up. 8-8, I need to heal up. Both low down. I'm popping a back, both low. Oh mein Gott, beide wieder 200 HP. Stell mal vor, er sniped jetzt einen Chat. Ach du Scheiße. Ah, das war's. Ich sag, das war's. 120, dead. Nice! Oh, ist das wichtig! 100. Sure. Are you fine? 100 on the other one. Yeah. Go on then. For me? Alter, die holen einfach beide. Digga, Noah Rayleigh, bist du dumm. Noah Rayleigh, bist du dumm. Du fightest einfach. Chap? Guck mal, in so einer Situation zum Beispiel, da muss Vortex die Splashies droppen und er poppt den Biggie schon mal. Belussi und Vortex, Top 10 EU-Duos, aktuell sage ich. Sage ich auch, Tilsen. Und du bist auch jemand, der immer gut Ahnung hat, Digga. Feier ich immer sehr. Ich sehe es genauso. Sehr underrated, das Duo. Warte, jetzt, hallo? Ah, jetzt höre ich ihn. Nein, ich werde es. Ach, Digga. Digga, AimZ macht auch gerade TXM. Guck mal hier in die Kamera, Digga. Guck mal, er lutscht an seinem Lolli, Digga, und sagt, und macht so, kannst du mal kurz fragen, ob der ist für ihn? AimZ! Hallo. Hätte jetzt was anderes gesagt, wäre crazy. Was denn? Nichts. Wie geht's dir, mein Bro? Wie war die Streaming-Woche? Cool. Ja, cool. Ich muss gleich abgeholt werden, was hier abgeht. Ich weiß nicht, wer Qualt ist und so. Janis ist nicht Qualt, das weiß ich. Ja. Und Ju auch nicht. Und das lag nur daran, dass das Game gecrashed ist von allen. Okay. Top 250 bitte gerade? Ja, Top 250. Guck mal, Chat, er fragt jetzt die Fragen, die wichtig sind. Die jeder Zuschauer da draußen einfach erstmal hören will. Das ist gut. Ja, damit ihr alles versteht. Ja, genau. Erzähl weiter, was hast du noch? 50, 40? Nee. Serious Points jetzt. Hat sich irgendjemand direkt? Nee, erst über die Serious Points. Also nächste Woche zusammen und dann die Top 250? Genau, also jetzt ist die Top 250. Nächste Woche die Top 250. Da kriegst du ja Serious Points und durch die Serious Points glaube ich zumindest. Ich habe das jetzt auch nicht mehr nachgeschaut. Aber ich glaube von dort aus auch wieder die Top 250. Chat, also müssen die heute 120er werden mäßig für Free, für Qual. Ja, so Top 80 ist Safe Qual.
Okay. Da meinte Bloodix so zu ihm. Yeah, Mongrel is just playing stupid, he's wasting all his nets. No one's on height. He's just waiting for no reason. I'm spinning, yeah. Da war so eine Open Lobby. Ah ne, es war das YouTube Video. No one's on height. Das ist Fizz in der Boutique. Am ersten Tag von Open. Fizz in den... Do you have a dash? Yeah, we dash, dash, dash on. Yeah. Wir blicken dich, komm. Und fifth. Nice, I'm getting the body. Get the body. Change your... I'm getting it, go up. Ja, natürlich hat BlueDix nicht unrecht, Chat. Aber es gibt ganz andere Methoden, Menschen sowas zu sagen, als das einfach straight ins Gesicht. Also, es ist also ein bisschen zu hart. On-stream. Ja, ja, auch noch on-stream, mitten ins Gesicht. Digga, während er vor 10, 20, 30.000 Zuschauern ist und so. Digga, da fühlst du dich direkt angegriffen als Creator oder als Spieler. Guck mal, wenn dein Trainer früher, ne, beim Fußball, du kannst ja am besten sagen, ist ja auch Profisport. Wenn dein Trainer dir damals so vor den anderen Jungs gesagt hätte, Digga, du bist der Schlechteste hier aus dem Team, dann würde sich das doch viel, viel mehr abpacken, als wenn er dich einfach in der Kabine packt und sagt so, oder so einzeln und sagt so, ey, Sydney, wir müssen echt an das und das und das arbeiten, du bist zurzeit der Leistungsschwächste, so kann man es ja auch sagen, man muss nicht sagen, du bist schlecht, so. Weißt du, so ein bisschen so durch die Blume, du musst es ja nicht direkt straight in die Fresse sagen. 100%. Get to Savage. Nee, heute nicht. Also ab nächster Woche fange ich an. Stop flashing solo. Das ist auch nur Erfolgsfan, ne? Bei NA. Du, oder was? You have one blink. Natürlich bin ich Erfolgsfan bei NA. Hä? Storm and blink around. Just breathe. Just breathe. I'm on you, I'm right behind you. Make space, Chat! Jeff Ball, Chat, wisst ihr das? Eingeschlafen gestern. Gut aus. Same, I'm gonna pop Fizz as well. Have you got shield? Chug once, you're going low ground. Amanda hat er nur gesagt, als sie sich gebieft haben. Ja, Digga, du bist ein Coach. Als Coach musst du komplett Ruhepuls haben, Digga. Da beefst du dich nicht mit deinem Spieler. 150 on the white superior. Ja. Oder der wird voll gut bezahlt, dafür, dass er einfach sein Maul halten soll. Kann sein, dass dadurch Mongra abgefuckter war und deswegen schlechter gespielt hat. Naja. Wenn schon nach dem Turnier oder so. Sind wichtige Calls, warum machst du dich über ihn lustig? Ach, ich tue gar nicht, Digga. Guck mal, sind doch gute Calls, er schreit die an, sagt, mach gute Calls, ist doch nice. Ein HP, ja, Bot, schade. Egal, Top 4. Hä, Top 4 ist so richtig nice. Digga, jedes Mal, wenn jemand so Top 4, Top 5 oder sowas bockt, Digga, das sind so viele Serious Points, Chat, das checkt ihr gar nicht. Ja, du musst jumpen, Bro. Du bist ja nicht Calls für FNCS Funnels. Du kannst auch mitmachen, ja. Komm, ist ein Solo, der läuft hier einfach wild rum. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, aber du kannst mitmachen. Der hat ihn. Nice! Auf die Metz. Anderes Team. Ja, Seifen. Ja, ich bin gleich bei dir. 130 Spot. Du bist straight von height. Ja, ich weiß. Du musst Lenny gleich verkaufen. Du hast drei Maps ja, und eine Banane. Ja. Du musst Lenny gleich verkaufen. Aber das ist ein geiler Call, Digga. Du musst ihn einfach gleich verkaufen. Ich lauf vor, bleib du hier. Paul Beast? 80. Ich töte Leute, Alter. Digga, Reason macht das gut. Vardial verkauft gerade, glaube ich. Wo ist Axel? Der Heal-Off? Ja. Guck mal, wie lange Reason alive ist. Er hätte einfach Heal-Off machen können. Aber gut, kannst du ja nicht riechen. Oh, okay. Oh. Ah, GG. Schade. Top 8, 14 Leute alive. Alles Duos einfach fast, Chat. Egal, Top 7. Chat, ich sag's immer wieder. Digga, haust du hier 4-5 Mal einen Top 7 raus, dann bist du schon so gut wie FNCS-Finale. Oder zumindest für den Qualifier für Finale. Da. Aber Fight Night hat er gemacht, Sydney war es. Er hat Fight Night organisiert. War nicht mal da. Ne, deswegen, aber ist doch nicht schlimm. Teammates hat er auch noch gemacht. Das wäre die ganze Zeit Second Night einfach. Ich hab aus dem Gedash. Ich hab sonst Cap Ammo für dich, Noms, wenn du brauchst. Ich hab Jump aber schon mal bestimmt. Hab gedroppt. Morgen Lost Legends hat er auch korrekt gemacht. Das wäre wieder Second Night. Hast du Whites für Heal-Off? Weil ich hab nur 3 Splashes. Ja, okay, du darfst also, theoretisch nicht. Theoretisch hab ich auch wirklich. Zwei, das der Cap Mackel. Du musst aber dann selber dann spielen. Ja. Yeah. Einer war jetzt Second Night, die sind gedroppt. 60 und ich hab keine Arts mehr. Wir haben hier eine geile Runde. Ich hab keine Arts mehr. Scheiß drauf. Digga, ja, die ist perfekt, die Runde. Auch, dass keiner hier auf Height irgendwie gucken kann, ne? Man denkt, das ist irgendeine Außenlobby. Ja, ja, das sieht echt ein bisschen nach Außenlobby aus. Auf 3000, Lobby. Das war weiter, das war ja seit Second Night. Gameboy Royale hat das mir auch gemacht. Red Bull for the win gerade auch, letzte Woche auch. Hat er auch gemacht. Da sind Mackels. Nee, das nicht. Das war die haben gejist, Sektor, hat gejist, Sektor, hat gejist. Ah, wegen Österreich, ne, weil du Dings. Ich hab keine Arzt mehr, keine Arzt mehr. Da, ich will weiter. Was? Ah! Digga, ist das unbefriedigend. Er hat so viele schon 65 White gated, ne? Ja, okay, mach. Oh, lecker Banani. Aber sterb nicht. Stark.
Ati, das ist der Mate von Hijo, oh my god. Nox, pass auf, zwei Solos, du kannst. Oh, 2v1v1? Start noch einer. Yes. Ah, ist ein GG. Ja, okay. Das ist ein GG. Bist in der Banane, da kannst du ihn hunten. Ich glaube, er ist auf meine Mark, er ist auf meine Mark. Oh! W's in the shell! W's in the shell! That's what I'm talking about! Meine Augen tun auf einmal weh, Digga. Digga, die sind so krass. Also, die sind literally so krass, ne? I don't know. Oh, cringe, Teenie. Chap Teenie? Chap Teenie. Chap Teenie, Chat? Oh, top 2, okay. Ja, 150 Punkte, ne? Ist ja auch entspannt, Digga. Kann man auch mal machen. Ja, kann ich nicht zeigen, oder? Okay. Weißt du, woher ich den kenne? Na. Also schon länger durch Grants und so natürlich, aber der hat jetzt in den letzten Solo Cash Cups und so halt immer sehr krass gedoublekeat in den Final Lobbys. Ja. Dort Rekorde gebrochen. Ja, ja. Vielleicht Killwin und so. Ja. Und sonst so? Ja, was? Achso, ne, okay. Ah, das ist Vicos Runde? Ja. Autsch. Hey, warte mal, jetzt Hyphen kassiert! Alter. Banane? Ja, Bene. Ja, Bene. Ja, Bene. Ja, Bene. Ja, Bene. Einfach ja, Bene. Ja, Bene. Hallo? Oh. Ah. Oder wie lange? Ja, ich wollte gerade fragen. Sehen. Ah, das war wieder okay. Ja. Geht vom mit. Ja, Bene. Ja, Bene. Mo, danke schön, den 16. War Runde 3, hab nicht gut gespielt und jetzt wie im Fall die Boss. Ehre. Top 2. Egal, passt. Auch 140 Punkte. Digga, die spielen auch komplett crazy. Ja, was machen die da? Can we go? Ja. Digga, die haben 70 Metz oder so. Last flash, okay? Okay, we ramp them. I'm up. I have it. Your best. Boah, starker Play. Das ist echt ein starker Play. Oh, was? Hätten die Metz gehabt, hätten die gewonnen. Naja. I still get my finish. Aber er poppt Medkit in der Zone gleich. Flashing on my body. He's playing Medkit now. Was ist die beste Map zum Trainieren, besonders 1v1? Ja, 1v1s und Warm-Up-Map. Das sind die beiden Sachen, die am besten sind. 2v2 Ranked ist halt so, wenn man einfach ein bisschen zocken will. Oh. 36. No. Ah, Schallfaden. Schallfaden. Ah. Gott. No! Fuck, oh Gott, quick. That's my bad. Heißt. Hi, Gott, guck. Ich hab kaum mehr Metz. Noch 8 Builds oder so. Und sonst? Na? Ich komm hoch. Bin fein. Drei Builds. Ja, Tank. Komm hinten. Komm hier links. Tank. Komm runter. Oh nein. Hier, eine low. Ja. Die andere auch. Hier. Nice! Das ist crazy! Hier runter, hol die Bade! Gigi? Ja, hier! Nein, oh. Das ist ein Duo, du bist alleine! Schade! Nein, egal, Top 4, gute Runde! Top 4 ist sehr, sehr gute Runde, Baby! Wahrscheinlich deren beste Runde bis jetzt gewesen. So, war die ja Late Game, danach gehen wir rüber zu Savage. Nein, Fresse! Oder Mongol. Na, nix, das ist ja sehr schön. Hi, ist noch kurz. Ich bin 4, 3, 3. Ey, Sydney! Ich dachte gleich Dash, Okay, aber jetzt im Endgame okay, immer bei 2 Dash stoppen, okay? Wir können gleich komplett heilen. Danke, Chat! Ich weiß, alles gut. Das ist ein Solo, ich rate. Der Hide ist halt sehr, sehr high, aber ja. Der wird zweit. Der Fall? Nee. Das geht jetzt weg. Könnt ihr die einmal choppen vielleicht vorher, oder? Sonst ramp einfach hoch. Ich will einfach fist ramp. Hast du nicht damals Trio Cash Cup mit deinen Söhnen gespielt? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab Hop die Maybe von hier, Alex. Guck hoch. Hop, top, top, Rotation. Ich muss runter zu mir, Bro. Come on, Axel. Ich bin in dir drin. Ich hab das hier. Ich hab immer noch zwei. Ja, wir müssen dich halt weiter hoch. Wir können doch nicht mehr gerne mit. Sleep. Es bringt noch nichts, chill. Ich sweep ihn gleich. Der ist runtergegangen, Und über uns. Okay. Digga, die sind ja so runtergekommen. Ja. Ja, du dash Frontzone, ich geh nach oben. Okay. Komm. Ich geh. Ja, ich bin ein bisschen Otzo. Hab einen Count. Mach einfach dein Ding. Okay, ich geh runter, ich hab die komplett gegrieft. Digga, ist das geistesgestört, was du dort gerade gemacht hast, ne? Digga, viele checken gar nicht, was für ein geiler Move das eigentlich war. 100! Ich bin One HP. One HP auf der Line? Ich bin One. Okay, hier. Du bist gecheckt. Ich hab 120 Volt nur noch. Ja, ich hab auch ganz wenig Plus. Das ist eigentlich nur auf eurem Tab unten connected, ne? Ja. Komm, Omi. Ja, ich komm zu dir. Gut, auf diese Wurzel, Wurzel! Ja, spray die, wenn du kannst. Der ist diesen Speed von. Ich bin oben! Nice! 100! One Spiel auf meinem Rimm, Ich bin im Metz, Bro. Ja, Digga, keine Metz, das hätte Razor tatsächlich callen müssen, Digga. Sein Arsch. Ah, ich bin tot, Digga. Ah. Guck mal, ich. Deswegen will ich ein High spielen. Jetzt sind Timer ist okay. Guck mal. Und du willst es immer tossen, für no reason. Oh! Cap. Oh. Edge Zone. Aber ich sag so, wie es ist, die hätten safe Lowground spielen müssen. Also 1 Milliarde Prozent, weil das ist ja eh runtergegangen. Warum willst du dann Highground griefen?
Ja, natürlich bin ich fett, aber ich mache ja auch keinen Leistungssport. Du kannst ja auch Fortnite spielen, obwohl du fett bist. Alter, das ist krass. Ich würde sogar behaupten, je fetter man ist, desto besser ist man in Fortnite. Das kann weg sein. Obwohl, es gibt eigentlich nicht so einen Riff, also wo man so denkt, boah, Alter, da ist der. Ja, stimmt. Aber früher in Call of Duty, guck mal, ich hatte, die hießen Piero und Tipis, Digga. Die meinten immer, weil die haben irgendwann mal abgenommen und wurden dann schlechter in Call of Duty. Und die meinten immer, oh nee, Digga. Ey. Was hat Twitch damit zu tun? Je fetter ich war, desto besser war ich, Digga. Ja, aber ist ja auch so, weil die halt dann mehr Sport machen und weniger zocken, ne? Ist so. Aber die waren so witzig, Digga. Warum sind Fortnite-Spieler halt dünn? Ich glaube, weil die so noch klein sind. Naja. Für die sind die ja älter. Ich sag dir, dieser Tipis und Piero, die waren 1:1 wie Dietrix. Die waren schon damals mein Dietrix, Digga. Beide. Die waren 1:1 gleich so. Die waren so Dietrix und Schinken. Und Stompy. Nur, dass sie halt auch krass waren. Was? Ja, okay, Digga, Marius ist so gut, sein Arsch. Na, guck mal, schon wieder 5 Kills solo. Also, das ist so krass. Ich hab's halt schon vorher gecallt. Du hast jetzt. Guck mal, Hype schreibt das auch. Bei mir ist es genauso, ohne Spaß. Er sagt auch. Hype ist auch Controller-Spieler, ne? Ja, aber er meint auch, also je muskulöser man ist, desto besser. Oh, oh. Nur halt ohne die Muskeln. Ja, voluminöser. Ja. Korpulenter. Boah, dieses finde ich auch so krass, so ein Headshot-Snipe. Also ein Snipe einfach nach oben. Ich safe auch gehittet, Kappa. Guck dir das an, Bro. Digga, 6 Kills. Ja, Seifenmedaillon. Ah, okay, GG's. No Sounds, aber das hatten wir gestern auch ganz häufig bei ihm. Einfach No Sounds, bumm, Leute sind irgendwie in der Box exploited. Das ist eigentlich geil, weil das ist so... Ja, geh von hier. Dann hörst du ja alles. Ja, ja. Bin der. Bau den Boden ab. Weil er sieht so entspannt aus. Bau den Boden ab. Wir müssen rechts hin, wir müssen rechts. In unserer Box. Der schreit. Fick ihn, Fox. Komm. Den Stimmbänder sind viel zu laut eingestellt. Dankeschön, Mies. Nein, das ist ein scheiß Mike, glaube ich. Ich hab 7 Bild. Nein. Es wird nach rechts. Achso, das ist ja das Mike vor seinem Mund da. Ja, chill hier einfach. Würdest du sagen, er ist Lightskin? Nein. Geh rein. Guck hier hin, Jungs. Hier. One. Dead. Ich take. Good. Ich wurde gehittet. Ich hab ein bisschen Harz. Hab keine Mats mehr. Zero Builds. Ja, gedroppt. Ich hab ein bisschen Harz. Ich hab keine Mats mehr. Ich hab keine Mats. Null. Ich hab null. Ja, nein, du hast. Du hast. Okay. Wir müssen droppen. Ja, geh. 100 Dead. Hopp, Dead. Du bist hier ab. Flopper-Free war das gerade, den sie geholt haben, by the way. Das fest. Ja, Flopper. Leckerlich. Die anderen sind nicht gefallen. Ja, weil die letzte Runde rausfliegen halt, ne? Wir müssen gut droppen. Achso. Da ist einer! 100! Dead! GG! Let's go, Noms! Top 3! Let's go, Champ! Top 2 sogar, oh mein Gott, Digga! Also, wenn die nice, jetzt nicht. Noms. Ja, die müssten jetzt so safe Top 50 sein, glaube ich, Chat. Die sind nicht nachgeladen, glaube ich. Das war Vico und Pinguk! Okay, wir müssen direkt switchen, weil es cringe down geht. Ah, das ist GG. Nice! Nice! Egal! Alter. What? Oh! Ah! Oh mein Gott, Top 5, noch ein Digga. Point, oder? Nee, ah, scheiß drauf, egal, Chat. W. W. Hab ich gesehen, Vico, sehr gut. Bin sehr stolz auf euch, ernst. Sehr, sehr krass. Gut, Vico. Sind die Erster geworden? Ich glaube, die sind schon sehr, sehr weit oben. Was hatten die, 380 Punkte oder so? Er will zuerst winnen, danach wechseln. Lass ihn. Ja, nach Win darf man. Nach Win sollte man. Digga, ihr habt alles gesammelt, ne, Vico? Das war komplett klein und quillig. Komplett geil. Jannis ist schmal mit dem Tier 1, danke. Guck mal, da ist Gripmaster. Das ist die letzte Lobby, die es gibt, Chat. Das ist Grab! Mit Kirin. Grab. Hey, er hat wieder seinen Mate gedroppt. Er hat davon mit Drexler gespielt. Ich flieg morgen früh wieder zurück nach Hamburg, Chat. Du fliegst? Ja. Du willst mal ein Fahrrad fahren oder so? Wow! Er hat Marius gefickt.
out of nowhere to try to get those placement points. Scarlet Nova im Finale. Das ist crazy. 1v2. Nova. 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 Dead. Auch nochmal für die Leute auf YouTube. Ja, Item Shop. Zack. Creator Code einmal eingeben. Ist ein nicer Support. Okay, Chat, wir gehen rein. Standings. Alle, die mit dabei sind, haben hier Dings mitgenommen. Na, Alter, wie heißt ohne es? Win. Wie heißen die Points nochmal? Serious Points. Serious Points. Und erster Platz. Die beiden, die sich die ganze Zeit gestritten haben. Vico und Pink. Aber die Consistency ist sehr da. Dritter, vierter, sechster, dritter. Und sehr, sehr viele Kills. Deswegen GG's mal in den Chat für Vico. Wen haben wir hier noch mit oben dabei? Jet und Kronos. Digga, die spielen richtig einen auf. Ich glaube, die sind sogar safe Upper Bracket schon dann. Ja, sind sie. Die sind safe Upper Bracket. Marius Volko. Kau. Volko auf 5. Volko und Vortexas. Digga, die sollen aufhören, Offstream zu spielen nächste Woche. Wen haben wir noch? Noah Rayleigh und Chino. It's not ready. Gripmaster auf der 14. Grip? Was? Ich dachte, Grip ist washed, Digga. Ich dachte, er macht so 60 Punkte hier heute. Er hat seine Beins geändert und so. Er wird die ganze Zeit beleidigt von Reason. Okay, krass. Wen haben wir noch? Noms und Cringe, sehr gut, Top 18. Narko auf der Top 16, das ist auch crazy. Vielleicht sehen wir auch einen Narko mal wieder in den Finals. Wäre auch sehr geil. Fast Rookie. Okay. Kami und Setti. Tini und Chap. Natürlich. Pablo Bingo. Pixie Bäh. Hä? Sind das zwei verschiedene? Guck mal, Aktiv Pixie. Ah ne, Aktiv Pixel, okay. Wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Reason und Badial. 50. Platz, weil die der Dings wird ja runterrutschen. Also, ne? Der vierte Platz wird rausgehen. Das heißt, diesen 50. Platz, Chat, auch sehr geil. Noms, danke für den Big Raid. Savage! Mongol und Savage sind schon mal safe Lower Bracket. Das ist ja auch schon mal ein Riesen-Achievement. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss. Ich seh alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen, sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times, Hard Times.